hier ist jemand, der mal wieder einen Vergleich anstellt, der gute Daniel Morath von der Sim und dem realen Leben. Und das würde ich gerne mal wissen, was er sagt. Und das ist ziemlich aktuell. So, Lautstärke ist gut, das ist auch gut, das ist gut und los. Racing versus reality. How good is it? Oh. Hopefully, by the end of this video, you're going to be able to judge for yourself. Welcome back to the channel. My name is Daniel Morath, Mercedes factory driver, and avid sim racer. Love sim racing, do it all the time, live on Twitch as much as I can while I'm home from my real racing. Already done 15 races this year. We have another 6 races to go for 2024, so extremely busy this year. But in the off season, I spend my time on my sim that's located right behind me. I play iRacing predominantly as my main sim. I train a lot with the Mercedes AMG GT4. Ich gucke mir immer die Rigs von anderen Menschen an, ne? Und ich denke mir jedes Mal, Mann, sieht dein Rig scheiße aus. Jedes Mal. Immer wenn ich irgendwen anders sehe, denke ich mir immer, boah, pff, irgendwie nicht so geil. Man könnte echt nochmal einiges umbauen. Mm. And in this video, we have a comparison at Virginia International Raceway between the AMG GT4 and iRacing and the real life car. And the video should speak for itself. You'll be able to notice the slight differences, but also how similar they drive. So let's take a look at the video, and I want you guys to also judge for yourself down below in the comments. Let me know if you think it's real or if you think there's some slight differences. I would love for you to point them out to me. But let's watch the video first, and then we'll touch base on all the points where I think it's good and bad on the other side of it. Oh, that's halt richtig cool. Das sind so Content-Creator, da wussten wir nicht, dass wir sie brauchen, aber wir brauchen sie. Kann man jetzt halten, wie man möchte, aber man braucht sie. Das ist halt richtig gut. Also mir sind jetzt noch nicht große Unterschiede aufgefallen. Ich finde das krass, wie die Linie halt fast ident ist. Das ist halt echt crazy. Das ist halt echt gut. Ich bin mal gespannt, ob er eine ähnliche Rundenzeit hat. Muss er ja. Das wäre krass. Okay. Really close in terms of lap time. Actually only 2/1000ths of a second, wow, separating the two laps. I simulated everything as much as possible, and this is the setup that we generally use that simulates the car's actual behavior. With some slight tweaks to the actual, just the normal fixed setup that iRacing provides. Tried to match fuel level, tire life, did everything exactly the same. Also matched track temperature and weather. So we removed all the variables and the result was actually pretty incredible. Now, first we can talk about what is similar about the car, and then we'll pick apart the slight differences compared to the real life car. Okay. What's similar about the car is that the braking is one-to-one.
It feels exactly the same. The way you ramp the pedal up, the amount of pressure you have to give, the trail off in conjunction with the steering input. Ich stelle immer wieder fest, meine Pedale sind, glaube ich, einfach zu hart und ich müsste mir das wirklich abgewöhnen. Oh Mann, wenn ich nur einmal irgendwo reintreten, nur rein, ich will ja gar nicht fahren, ich will nur reintreten, um das mal zu fühlen, wisst ihr? Wobei es, im Grunde genommen ist es ja wirklich egal, weil wir das ja für uns selber machen. Das muss dir ja passen, ne? Also das muss einem selber gefallen, aber ich glaube halt wirklich auf Dauer, meine sind zu hart und schaffen zu viel Erschöpfung in den Beinen. Auch wenn ich mir den Winkel angucke von seinem Bein. Also ich würde fast sagen, der Hintern ist vielleicht 5-6 Zentimeter höher als die Pedale. But all of that is one-to-one. So that's why it makes this AMG GT4 such a valuable training tool for myself and my teammate Bryce Ward when we're preparing for the real-life Michelin Pilot Challenge races. We actually use iRacing. We put in 10, 12 hours before the actual races that we participate in, and it does make a huge difference. For me, mostly with the wheel-to-wheel racing and also just the technique, it can help a lot and make me more familiar with what I'm about to encounter when I go to these different tracks. But also for Bryce, it's really helping him to learn how he can brake and just race wheel-to-wheel. So it's really helpful, primarily from a braking point of view, which in my opinion is the most valuable part of any simulator. It's how well the brakes and the application of the brakes are implemented into the sim. So das ist halt super, also interessant auch zu hören, dass, naja, du gehst halt, du brauchst halt nicht mehr wirklich einen, in Anführungsstrichen, einen Track Day, also für die Basics, dass du die Strecke lernst, sondern du kannst halt dich in der Sim setzen. For that reason, I would say it's incredible. Okay. Now, if you listen closely and you had a good eye, you may have noticed that there's a slight difference with gearing. And I'm speaking about specifically second, third, and fourth gear. They're a little bit too short in terms of the ratios. So that's a slight difference in terms of how the car would drive and the gear selection you'd be making. Whereas in the real car, you have a little bit more of a longer ratio, so you can stretch out third gear or second gear in these tight, twisty corners. Okay. So that's a slight difference. And then the other thing is just the amount of hustle that you can have with the car, the real life car, you just tend to be working the wheel a little bit more and giving it a bit more of a shimmy. And the iRacing version just feels a little bit too numb through the center of the corner. So you may have noticed that the car had a bit too much understeer. And that's something that generally is just an inherent characteristic of the iRacing version of the car. No matter how much setup work you do, you always tend to have this very numb front end once you have the set on the outside edge of the tire. Okay. Until obviously you over push and you go over the grip threshold, and that happens on both the real life car and iRacing. But gut, aber man muss ja sagen, weil jetzt gerade auch schon steht, kann man die Gear Ratio im Setup nicht anpassen. Hier geht's ja darum, die Autos ident zu haben und nicht anzupassen. Ne? Also um halt wirklich den Vergleich zu machen. Es wäre ja jetzt Quark, wenn man in iRacing das Setup komplett umbaut und das nachher ein anderes ist wie das Auto im realen Leben. Also ja, würde man wahrscheinlich machen können und da auch was anpassen können, aber dann wäre ja der Vergleich nicht wirklich sinnvoll, möchte ich sagen, an der Stelle. You typically get this more of like a numb sensation on iRacing through the center of the corner on the GT4, whereas the real life car, you're definitely working the wheel a little bit more before you lose actual grip. Okay. Overall, I find this to be one of the best cars in iRacing. I really enjoy the GT4 class, and it's actually great because it helps me train with my teammate Bryce Ward for all the Michelin Pilot Challenge races that... Weiß das zufällig jemand, sorry für die Unterbrechung, weiß jetzt jemand, ob Bryce ein Sim-Racer ist, der in Real Life gegangen ist oder ob der schon real gefahren ist und die jetzt einfach zusammengefunden haben? Weil ich kenne seinen Teammate leider nicht. Das würde mich mal interessieren. We had this year and it's been a huge tool for Bryce also to improve his skills. Over the past two seasons, he's gotten so much better as a gentleman driver. So it's a really helpful tool. And the Moratis M Squad drivers, part of my esports team, they had the opportunity in 2023 to drive our race car, our Mercedes GT4 car. That's cool. And you can check out the video as well. That's pinned down below in the description, and also it will be popping up on the screen.
But these guys also had the same feedback. They said the car was so good. Like, if I didn't have the sim racing experience, then I would try to drive in that car. It'd be, oh my God, no. It felt really close to how it felt in iRacing, coming out of the turns where that, like, rear end just kind of wants to kick just a smidge. And I'm like, oh God. I want to know what you guys think. You guys saw it for yourself. What did you think of the video? Did you think that they look the same? What are the differences? Let me know down below. Looking forward to hearing from you. And if you like this video, make sure you give it a like. And if you want to see more of them in the future, you can let me know, because we have tons of footage from the season. Ooh. I'd love to make a little bit of a comparison of all the different tracks and show you how the Mercedes-AMG GT4 drives in real life versus iRacing. Das ist schon cool. Ich finde das total schön. Also als, ich meine, ich, also wahrscheinlich werde ich das, weil ich selber kein Autorennen fahren möchte, also im realen Leben, weil ich da einfach kein, also ich sag, also ich werde das relativ häufig fahren, ich möchte einfach nicht fahren im realen Leben. Also mich, nicht, dass mich das nicht interessiert oder... Ich möchte das einfach, also ich habe kein Verlangen danach. So, ich kann das, also ich werde das wahrscheinlich nie einschätzen können, wie das jetzt aussieht bezüglich der Strecke. Also wird nicht passieren, bin ich mir ziemlich sicher. Also werde ich auch diese Vergleiche nie anstellen können. Und deswegen finde ich das so schön, dass Daniel so viel Content dafür macht, um einfach die Brücke zu schlagen zum realen Leben, dass man sich darunter mal was vorstellen kann. Ich meine, für mich, und das sage ich ja auch häufig in den Videos. Für mich ist das ja grundsätzlich erstmal egal, ob sich ein Auto real anfühlt oder nicht, weil ich kann es eh nicht einschätzen. Das ist wie mit der Bremse oder mit dem Lenken, Force Feedback und so. Das muss mir ja einfach Spaß machen. Ne? Simracing soll ja Spaß machen, und ich denke, für die Menschen, sage ich jetzt einfach mal, weil ich sie kenne, wie jetzt Tim Heinemann oder Marcel Kiefer, der jetzt einen Sprung machen möchte und im realen Leben fahren möchte, oder jetzt Noah Eder, der das ja auch verkündet hat, für die ist das halt super, super wichtig, dass diese Sims sehr nah an der Realität sind, dass sie, wenn sie später mal umsteigen sollten, dass das so angenehm wie möglich ist und dass eine Brücke schlägt. Und Daniel schlägt diese Brücke einfach unfassbar gut. Also die Videos, auch wenn einige jetzt vielleicht sagen, dass das Nonsens ist oder er ist wieder von iRacing gekauft oder was auch immer, würde ich schon sagen, wenn man einen Fahrer hat, der die Autos sehr viel bewegt, also Daniel fährt ja selber wirklich sehr viel auch im Real Life, dann kann man dem Ganzen schon vertrauen. Und für uns ist das ehrlich gesagt schön, das mal zu sehen bzw. Rauszufinden und dieses Wissen zu haben. Wisst ihr, als ich selber vor 4 Jahren angefangen habe und ich habe nur mal geguckt, wie man seinen Sitz richtig einstellt. Also da musstest du wirklich zwischen... Also da warst du auf Seite 3 oder so bei Google und hast irgendwo mal durch Zufall jemanden gefunden, der so eine Dokumentation geschrieben hat zu seinem Sitz und wie das so halbwegs eingestellt ist. Und wenn du dir das halt heute mal anguckst, kannst du halt von jemandem, der in den Autos sitzt und die fährt, ein Video sehen, wo er im Real Life fährt und in der Sim. Und ich finde das so schön mittlerweile, weil das... einfach diese Gedächtnislücken schließt, die ja gefühlt, also bei mir sind sie gefühlt da, weil ich gerne wissen möchte, wie nah wir da dran sind. Selbiges ist für einen FOF. Ich habe nur mal für euch jetzt zum Vergleich, ich habe letztens meine Sitzposition ein bisschen angepasst, weil ich mit Tim gesprochen habe, und dann habe ich Tim halt gefragt, du hast du zufällig, also weißt du, wie der POV in dem Auto aussieht? Also wenn du sitzt quasi. Weil ich immer das Gefühl habe, das ist falsch. Tim war so nett und hat mir ein paar Bilder geschickt, wo er im Auto selber Fotos gemacht hat. Ey, dass wir so ein Wissen überhaupt bekommen können, um diese, ja, ich sag mal, schwarzen Löcher im Gehirn oder dieses Verlangen danach ja zu stillen, also bei mir ist es ein Verlangen, finde ich das total geil, dass wir diesen Content konsumieren können und mich das innerlich einfach beruhigt. Ich weiß nicht, ob euch das genauso beruhigt wie mich, das zu haben, diese Möglichkeit. Aber mich beruhigt das. Mich beruhigt das zu wissen, ey, das ist wirklich, es ist so,
Das scheint wohl auch sehr real zu sein. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise einsteigen wollen würde, wäre ich vielleicht nicht ganz so kacke. Und das ist cool. Also das feiere ich übelst. Das finde ich schön. Also an der Stelle ist das auch wieder ein toller Vergleich von dem Fahrzeug. Ich hoffe, dass wir nochmal eine aktuellere Version kriegen vom GT3 Mercedes. Weil da gab es ja auch schon mal so einen Vergleich. Das wäre cool. Also würde ich mich wirklich drüber freuen. Mal gucken.